Oh Gott. Oh Gott. Okay, ist alles da? Ja. Die Gläser sind da, Scherben sind weg, Rosenblätter sind da, blaue Sahne verstecke ich noch. Alles da. Ja! Wir haben es geschafft. Wir haben es noch organisiert gekriegt. So, ich wäre für ein bisschen Romantik in dieser Szene. Ralf, mache dir bitte selbst einen Heiratsantrag. Ach, es juckt so hier. Das ist ja, mich juckt's auch, komisch. Aber wenn mich keiner haben will, dann... Dann heirate ich mich einfach selbst. Aber ich darf ja nichts davon wissen. Ich überrasche mich. Ich überrasche mich selbst. Mit einem Blümchen. Ralf. Ja, Ralf. Pass auf. Ich bin ganz Ohr. Ralf, ich kann mir keinen schöneren Menschen an meiner Seite vorstellen. Oh mein Gott, ich kann es mir auch nicht anders vorstellen als mit dir. Ohne dich auf Klo ist ganz so was Fremdes für mich. Das nicht nur auf Klo, hör doch auf, bin den Späßen, ich meine es ernst. Es kommt aus meinem tiefen Herzen, Ralf. Du bist manchmal ganz schön bescheuert. Ja, das stimmt. Aber genau das mag ich an dir. Und wenn dich keiner hat, ich meine, ich finde dich toll. Und deswegen willst du mich heiraten. Also, danke. Mich? Du willst mich heiraten? Oh mein Gott, ist das schön. Oh mein Gott, ist das schön. Oh, ich hab mich so danach gesehen. Dass mich jetzt nicht einer verfolgt. Ja, ich will. So mach ich's. Das sind echte Emotionen. Das gibt's nur bei Sat.1. Also ich hätte ja gesagt zu mir. Ah. Ah. Oh wow. Ey, das sieht super aus. Oder? Oh, ist das schön. Ich hab doch gesagt, wir schaffen's. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass ihr das hinkriegt. Weiß ich. Ich habe oben nach dem Rechten geguckt, habe die zwei Steckenpferdchen gefunden. Steckenpferdchen? Ja, ich fand die einfach so süß. Braut, ja. Bräutigam, Bräutigam, Braut, Braut, Braut. Nein. Hab ich verstanden. Janine, ich gedacht, die können wir hier trainiere für das morgige Turnier mit deinem Steckenpferd. Übrigens, ich habe geheiratet. Ja, hast du? Wen hast du geheiratet? Mich. Nein. Ich hab's gerade geübt. Das ist ja scheiß romantisch. Ja, oder? Findest du? Ich fand's ziemlich durchgeknallt, aber ansonsten... Auch ein bisschen narzisstisch. Oder? Ja, vielleicht, ne? Also ich könnte dir Tipps geben, falls du jemanden haben möchtest, der dir mal einen Antrag macht. Ich freue mich drauf. Sehr gut. Aber ich glaube, so besoffen wird keiner sein. Ralf! Das fürchte ich auch. Das war gerade ein Scherz. Ich habe die gar nicht da oben gefunden, Ralf. Wieso, was denn dann? Ich habe... Ja, wie soll ich dir das jetzt erklären? Ja. Ich habe ein ganz besonderes Hobby. Ja. Ich finde das persönlich sehr, sehr sexy. Ich mache nämlich allen bestimmten Begriff Hobbyhorsing. Oh. Okay. Ich habe da ganz seltsame Bilder gerade im Kopf. Ich weiß auch nicht. Bist du sicher, dass ich das wissen will? Du musst es jetzt erfahren. Okay. Pass auf, Hobbyhorsing ist Folgendes. Ja. Also, ich fange mal da an. Ja. Ich wollte immer reiten, weil ich Pferde total toll finde. Aber dann war es so, dass ich gemerkt habe, ich habe total Angst vor Pferden, wollte aber trotzdem reiten. Ja. Und dann bin ich eben darauf gestoßen, dass es Hobbyhorsing gibt. Hobbyhorsing. Und Hobbyhorsing heißt, man reitet auf seinem Steckenpferd. Da gibt es wirklich richtig offizielle Turniere. Ach Quatsch. Und ja, pass auf. Hör auf. Ja, das ist richtig krass. Und ich habe morgen ein mega... Ja, das kann dann nachher auch passieren. Ich habe morgen ein ganz wichtiges Turnier. Ich zeige dir mal, was man ein machen Turnier? Kann. Ein Hobbyhorsing-Turnier. Wirklich? Und, ja, und jetzt zeige ich dir mal, was man da alles machen kann. Und wir machen gleich vielleicht so einen kleinen Parcours oder so. Und den könnten wir vielleicht bei der Hochzeit auch vorführen. Unbedingt, zeig mal. Machen wir einfach alles nach. Oh, muss also man ich kann das? Da ganz normal so mit seinem Pferdchen so laufen. Man kann auch große Schritte machen. So. Ralf, zähme dein Pferd wie einen du wilden Muster. Du musst mir alles nachmachen, Ralf. Oh, der geht durch. Ralf, du musst vorsagen. Oh, 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 oh
mit mir Ralf? Durch! Oh Gott! Kommst du jetzt hierher? Ralf! Aus, aus, raus, aus! Brr, brr. Bei dieser Produktion wurden keine Steckenpferde verletzt. Mann, ich hätte gar nicht gedacht, dass dieses Hobby so gefährlich ist. Das ist gefährlich, ich hab dir das gesagt. Ja, aber... Aber jetzt mach's mir nach. Janine, studiere mit Ralf eine Dressurkür ein. Oh Gott, der hört doch eh auf nichts. Du kannst Pietro sagen. Guck mal, Mann, pass auf, wir machen jetzt Dein Pferd ist krank, das hüpft seitwärts. Pass auf, wir machen jetzt einfach Folgendes, wir studieren eine Kür ein. Wow. Ja, das muss jetzt sein. Oh, ich freue mich. Dann können wir die heute Abend vorführen. Okay. Als kleines Hochzeitsgeschenk. Du machst die Choreo. Und, ja, das ist gar kein Problem. Dann machen wir jetzt mal alles nach. Oh, schon wieder. Pass auf. Ja. Erstmal so. Ganz elegant. Die Beine hoch. Wow. Wow, ja. Du musst auch mitmachen. Ich mache mit. Das muss ja gleich mit. Ich mache mit. So, pass auf. Ja. Ich glaube, ich bin in eine Scherbe getreten. Waren Wirklich? Hier etwa Splitter? Aber warst du da? Ist nicht schlimm. Ich blute auch für den ersten Platz. So. Weißt du was? Ich bin nämlich die Steckenpferdflüsterin, Ralf. Ralf. Ja? Eine Kür heißt, dass beide das Gleiche machen. Ja, das der Hengst ist nicht mit mir der eine reitet nach rechts. Ich glaube, wir haben sie lange genug auf die Folter gespannt. Es wird Zeit, dass sie endlich ihren Auftritt hat. Die Braut von Basti Bielendorfer. So, und dann ist das. Ist das gleichmäßig? Das ist das Schlimmste, was. Wow! Oh Gott! Oh Gott! Oh, oh. Guten Tag. Wir haben nur die Pferde eingeritten, Entschuldigung. Du wisst schon, dass ich gleich heirate. Frau. Moment mal. Sie sind doch, um Gottes Willen, Sie sind nicht die Braut. Oh mein Gott. Wisst das schon? Wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Evelyn? Evelyn Bodecki heiratet doch nicht den Bielendorfer. Evelyn? Das finde ich geil. Ihr seid schrecklich, Leute. Wo ist Riennas Bühne? Hier soll sie stehen? Wo ist Rihanna? Rihanna? Evelyn? Wo sind meine Biber? Biber? Rihanna? Wo? Ich was meint die? Was habt ihr denn hier die ganze Zeit gemacht? Hier Erkennst du mich denn nicht mehr? Ralf, dich habe ich ja komplett vergessen. Da war ja mal was. Oh, jetzt geht's los. Früher. Ich jetzt gar nicht Vor 7 Jahren habe ich dich mal irgendwo kennengelernt, das stimmt. Erinnerst du dich? Da Ralf, um dich geht's dir gerade gar nicht. Da waren viele andere Frauen und du bist Nein, mir aufgefallen. Es geht gerade gar nicht um euch beide. Ich heirate. Ich heirate. Das ist echt, das ist die vollbusige Tussi aus dem Fernsehen, die den Bier Nein, ist sie nicht. Heiratet. Nein, ist sie nicht. Das riecht gut. Setz euch bitte kurz hin. Bitte? Setz dich bitte kurz hin. Sehr gerne. Lass mich erst mal beruhigen. Einfach mal Ruhe, bitte. Was machen wir jetzt? Beruhig dich. Wir werden das alles regeln. Es ist alles eingedeckt. Auch den Rest kriegen wir noch hin. Hast du noch einen speziellen Wunsch? Teller brauche ich noch. Kriegst du. Ja, die werden ja mit eingedeckt, wenn das Essen drauf ist. Oh, okay. Stehst du? Wir haben sogar eine Hochzeitstorte. Was habt ihr denn noch hier alles? Evelyn, das Ralf, ist das Wichtigste für die Braut, eine Braut braucht doch, noch etwas Neues, etwas Geliehenes Kleid und etwas Blaues. Ich weiß gar nicht. Oder habt ihr das hast irgendwo hingestellt, das gefragt, Kleid? Hast du ein Kleid für Evelyn? Oder irgendwo hingelegt? Das ist gut. Etwas Neues? Hast ich du denn glaube, schon... hier ist alles durcheinander. Hey, hör mir zu. Nein. Ich bin hast du denn schon, weißt du, was man braucht für eine Hochzeit? Hast du was Neues, was Altes und was Blaues? Ich besorg's dir. Ich meine, ich besorg dir die drei Sachen. Ich besorg die nicht so wie früher. Ist egal. Ich, was Neues, was Altes und was Blaues. Pass und auf. Was Frisches wäre toll. Nee, was Neues, was Altes, was Frisches. Also was Blaues haben wir schon. Blau. Was Neues, neues Salz und was Altes ist die alte Cola von eben. Und das geben wir jetzt meinem Ehemann. Nee, das trinkst du. Ich trinke ja. Das musst du trinken. Dann fängt er jetzt schon an zu kotzen, bevor... Siehste. Du hast schon anderes im Glas, wollte ich sagen. Nee, so, was Neues, was Altes rein. Und was Gebrauchtes. Okay, oh, Leute. Was Gebrauchtes. Nee, das war die alte. Was sollen wir jetzt tun? Also, habt ihr irgendeine Idee? Wie lange haben wir noch Zeit? Ja, also eine Stunde. Eine Stunde. Aber Evelyn, jetzt ganz im Ernst. Okay. Ich finde, das machen wir mal ein bisschen mehr Feuilleton. Und wer kann das am besten? Alles klar. Kleid. Evelyn, wir können Kleid. Wenn du Tüll sprichst, nehmen, dann benutzt du ganz viele Fremdwörter. Sollen wir den Tüll wieder abmachen, Ralf? Dann hat sie ein Kleid. Gute Idee. Sie hat kein Kleid. Da musst und du, wir Evelyn, die Girlande als Kopfschmuck nehmen. Evelyn, da musst du aber alles andere es ist ausziehen. Ausziehen. Wirklich alles komplett komisch. Hä? Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Denn... Ihr seid komplett durcheinander und läuft rückwärts.
Und danach habt ihr überlegt, wieder vorwärts zu laufen. Und es ist alles konfus und es ist alles durcheinander. Ich weiß nicht, wo die Disziplin bei euch ist. Da weiß ich auch nicht weiter. Das also, ist sie was? Ich muss gestehen, ich muss zugeben, ich habe noch nicht mal verstanden, was du meinst, wenn ich ehrlich bin. Wir sind sowas von diszipliniert, wir haben ja alles vorbereitet, es ist ja alles fertig. Was meckerst du denn noch rum? Du hast deinen Mann wirklich verdient, du doofe Ex. Wirklich. Bisschen mehr Harmonie muss jetzt wieder hier rein. Ralf. Biete dich bitte unauffällig als Übungspartner für den Hochzeitstanz an. Ich merk's. Klar, also ich weiß. Okay, pass auf, Friedensangebot. Friedensangebot, damit du siehst, ich stehe über den Dingen und ich gönne dir deine Liebe und deinen Mann und deine Hochzeit von Herzen. Was hältst du davon? Du musst ja bestimmt noch üben, verschiedenste Dinge, zum Beispiel tanzen. Den Hochzeitstanz, den würde ich mit dir üben, damit du schon vorher weißt, ich kann mich, wenn mein Mann mich auffordert zum Hochzeitstanz, kann ich mich einfach fallen lassen. Ich habe das Gefühl bei dir, dass du mir den genau falsch beibringst, damit ich mich so richtig blamiere. Vertrau mir. Und du mir alles zurückzahlst von früher. Ich werde es so gut machen wie niemand sonst. Vertraust du mir? Ich vertraue dir. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie du so rum. Oh, nicht, dass die alten Gefühle hochkommen, Ralf. Ja. Übertreib's nicht mit dem Tanzen. Die alten Gefühle hätten wir was Altes, da brauchen wir noch was Neues. Denk bitte nur dran. Okay. Kannst du Walzer tanzen? Ich versuche. Mit dem nach hinten. Moment, jetzt. Uff, tata, uff, tata, uff, tata, uff, tata. Diddle, 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 ich hab mich kurz übergeben, wir können weiter. Oh, wow. Ist der auch so schwindelig? Ein bisschen, ja. Ich fühle mich irgendwie verschwommen. Irgendwie siehst du besser aus, so offen mir zu tanzen. Oh, mir ist schwindelig, aber nicht vom Tanzen. Darf ich euch was sagen? Nee. Jetzt weiß ich, warum eure Beziehung auseinandergegangen ist. Man sagt ja, so wie man tanzt, so hat man auch Beischlaf. Das war nichts. Was meinst du mit Beischlaf? Ach, vergiss es. Ich hab ein Getränk. Aber ich hab doch Rhythmusgefühl. Ja, also. So, Evelyn, alles wird gut auf deiner Hochzeit. Oh Mann. So, Basti und Katrin sind bei der Wahrsagerin angekommen. Ich will was über mein Schicksal erfahren. Oh wow. Und die Wahrsagerin könnte uns bekannt vorkommen. Ich wusste, dass ihr bei mir erscheinen würdet. Oh je, ich bin aus Westfalen, ich glaube an sowas nicht. Basti, das ist echt enorm wichtig. Ja, wirklich? Das ändert nichts. Nein. Warum seid ihr hier? Also, wir sind hier, weil ich Basti ein Hochzeitsgeschenk machen möchte. Er wird heute heiraten. Ich meine, du hast ja eben die Pakete gebracht, ne? Und ich wollte ihm einfach ein Hochzeitsgeschenk machen, weil wir müssen irgendwie herausfinden, ob das eine gute Idee ist mit der Hochzeit. Oh. Ich glaube schon, meine Frau ist exzellent. Ich stehe total auf Intelligenz. Das ist gut. Aussehen ist mir egal. Mhm. Sie ist dir überlegen? Sie ist mir überlegen, in allen Belangen. Ja, und damit hast du kein Problem? Nein, Quatsch, ich bin ein devotes Würstchen. Ich sehe deinen Arm. Lisa, du kannst an jedem Körperteil etwas anderes voraussagen. Ich bin aufgeregt, ist ja ein besonderer Tag in meinem Leben heute. So, dann wollen wir mal schauen. Ist es für dich wichtig, Highlights, Downlights, Zukunft, was hat dich heute hier hingebracht? Ach, ja. Stelle mir eine Frage. Ja, wird sie mich betrügen in der Ehe? Öffne mir deinen Körper. Aha. Das ist leicht zu sagen. Oh ja, sie wird. da kannst du leicht was gegen tun. Hast du eine andere Frage? Werden wir Kinder haben? Da schaue ich noch mal dir. Das ist so was Mystisches. Ich kann an Körperteilen Sachen sehen. Ja, ihr werdet Kinder haben. Wie viele? Gib mir deine Hände. Ja. Dreh sie um. Ah ja. Es sind 10 Finger, also es könnte. Du weißt das schon, dass man nicht sich mit den Fingern fortpflanzt. Ja? Damit kann man schöne Sachen machen, aber... Katrin, du versuchst ganz beiläufig, die Lottozahlen herauszufinden. Ich wollte jetzt einfach nur, weil du guckst ja da gleich wieder, ne? Und dass du mir einfach nur noch mal vielleicht 1-2 Kombis durchgibst. Kombis? Ja. 327? 327.
Merk dir bitte, 327. Merk dir, das ist deine Glückskombi. 327. 731. 731. Nein, stopp, das ist mein Zahlenschluss vom Fahrrad. 327. Und die Zusatzzahl? 12. Geht das noch um meine Ehe gerade? Das ist alles ein großer Kosmos. Wenn hier etwas im Argen liegt, ist es auch bei dir. Ah ja. Hast du die Kombis gemerkt? Ich habe die Kombis. Okay, das sind deine Glückszahlen für die nächsten 3 Stunden. Shit, ich muss los. Okay. Mhm. Bist du dir sicher, dass sie die richtige ist? Zieh eine Karte. Okay. Zieh eine Karte. Ja. Offen? Dann nehme ich die. Die sieht gut aus. Das Ass der Schwerter. Lisa, du beendest jetzt jeden Satz mit einem irren Gesichtsausdruck. Das Ass der Schwerter. Das ist interessant, dass du das ausgesucht hast. Denn die Schwerter sagen ja einiges aus. Denn die Schwerter stehen für Kraft. Suche dir eine zweite Karte. Auch die liegt hier gerade. Die ist schön. Du bist sehr wahllos. Die Gerechtigkeit. Hm. Das Was für eine Art von Wahrsagerin bist du denn eigentlich? Eine gute. Es tut mir leid. Das ist einfach, wenn ich wie visualisiere. Lisa, beschreibe in einem Schnelldurchlauf aber die nächsten 50 Jahre die höchste Primzahl errechnen? Des Brautpaars. Einen Moment. Ich habe gerade eine Vision. Es ist der Herrscher. Du wirst sie beherrschen. Ihr werdet heute heiraten. Du wirst sie beherrschen. Du wirst 3 Jahre ein furchtbarer Ehemann sein. Aber nach 3 Jahren sagt sie, haha, du bist der Teufel. Aber es ist mir egal, denn ich liebe dich wie der Teufel. Danach werdet ihr zusammen in Urlaub fahren. Und zwar irgendwas mit 4 Säulen. Du weißt selber, was das ist. Danach werdet ihr umziehen. Ihr werdet umziehen in ein Land. Ach, die Mäßigkeit schon wieder. Oh mein Gott, die Mäßigkeit. Sie wird dein Leben bestimmen. Außerdem wird die Hohepriesterin. Sie wird dich verlassen und ins Kloster gehen. Und außerdem wird in 30 Jahren etwas passieren. Du gehst in die Bank und da steht der Mond. Der Mond. Du wirst nachts einbrechen und eine Bank ausbrechen. Überfallen heißt das, glaube ich. Ja. Eine Bank überfallen und danach. Was ist das denn? Ich sag mal so wie ich meine Zukünftige kenne, wird die im Kloster viel Spaß haben. Aber am Ende wird alles gut. Dank Viagra. Katrin, versuche mit Basti den Raum zu verlassen, ohne dass die Wahrsagerin was davon mitbekommt. Nee, die Magneta von. Arana, Vasala, die Vaseline. Masala. De Masala, Olé und Prost. Nummer 67, süß, aber scharf. Dankeschön. Das hat mir aber viel. Wolltest du dich mit Ralf unterhalten oder was? Was hat sie? Hast du eines? Könntest du noch mal in meine Karten schauen, kurz? Ja, natürlich. Also, so wie du das gerade gemacht hast, mit den Visionen? Ja. Ja. So mit Augen zu und... Ja? Ja? Einfach die Augen schließen. Ich brauch dafür deine Hand. Gerne. Basti. Schon wieder die Schwerter. Das ist aber ein sehr martialisches Tarot. Okay. Hör mal, was ist das? Ein Geist? Und da... Das Herz. Das Herz mit Schwertern durchbohrt. Das hätte sie kommen sehen können. Ziemlich schlechte Wahrsagerin, die Lisa. Aber auch eine sehr lustige.